Meisterfeier und Abschiedsspiel zugleich. Murat Yakin muss den FCB verlassen. Der Verein verabschiedet ihn mit Stil und Feingefühl, aber offenbar ist der Vorrat an Gemeinsamkeiten aufgebraucht. Jan Sommer wird die Bundesliga bereichern mit Borussia Mönchengladbach. Er war ein starker Rückhalt für den FCB und der Club war und ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Valentin Stocker zieht es nach einer starken Saison nach Berlin. 6 Meistertitel und 3 Cupsiege hat der 25-Jährige mit Basel feiern können. Jetzt ist die Zeit reif für den Transfer. Viele Tränen und Emotionen im St. Jakob Park vor über 30.000 Fans. Fußball gespielt wird auch noch. Der FCB setzt in diesem letzten Spiel den einen oder anderen jungen Nachwuchsakteur ein. Das ist Nasser Ali. Fosa schafft's nicht, aber Albian Ayeti trifft in der 8. Spielminute zum 1:0. 17-jährig ist er, das ist sein 2. Einsatz bei den Großen und sein 1. Super League-Tor. Jan Sommer jubelt noch einmal mit seinem FCB und auch auf der Tribüne herrscht beste Stimmung. Meister gegen Absteiger, Lausanne versucht sich so gut wie möglich zu verkaufen. Mata Colli umkurvt Sauro, aber Jan Sommer zeigt hier wieder eine seiner starken Paraden, verhindert so den Ausgleich. Delgado, Suchi, Safari, Stocker, Streller, Seredie, sie alle schauen von außen zu und sehen, dass die Gäste durchaus einiges zu bieten haben. Zambrella legt auf für Feinduno, Sommer ist mit den Fingerspitzen dran und darum bleibt es bei der FCB-Führung. Die 2. Halbzeit, die letzte für Murat Yakin. Und sie beginnt mit einem Angriff der Gäste. Rave, Taffer, vorbei an Ali und diesmal kann auch Jan Sommer nichts mehr ausrichten, das ist der verdiente Ausgleich. Taffer lässt seinen jungen Gegenspieler stehen und nutzt seine Chance. Lausanne eher mit den besseren Möglichkeiten, aber der FCB will dieses letzte Spiel unbedingt gewinnen. Giovanni Sio auf Galla. Nach einer Stunde führt der Meister wieder gegen den Absteiger. Und danach verlässt Jan Sommer die Szenerie. Noch einmal fließen Tränen. Ein toller Sportler verlässt den Meister. Und quasi als Dankeschön dieser Treffer von Davide Kalla zum 3:1. Davide Kalla also Doppeltorschütze. Praktisch im Gegenzug. Mata Colli mit viel Druck erzielte das 3:2. Lausanne gibt nicht auf. Für die letzten Minuten kommt dann noch Valentin Stocker, der in all den Jahren den Fans ans Herz gewachsen ist. 13 Saisontore hat er erzielt, so viele wie nie zuvor. Den Schlusspunkt aber setzt ein anderer. Geoffrey Seredie mit dem 4:2. Dann ist der sportliche Teil zu Ende. Murat Yakin verabschiedet sich mit einem Sieg aus Basel. Und dann heißt es, Platz den Feierlichkeiten. Das letzte Spiel vom Meister in der Saison 2013-2014. Der Meisterpokal ist gefüllt worden und nachher hat man ihn dann auch dürfen in Empfang. Thank you.
vor 11 Jahren beim FCB erleben mit tollen Momenten, mit tollen Highlights. Und, ja, ich bin stolz und es ist, für mich sehr, ist mir sehr schwer gefallen, heute mir Abschied zu nehmen von dem Ganzen. Es ist wunderschön, dass Jan und ich, denke ich, nach so einer Saison und vor allem nach der Zeit, in der wir hier sind, so einen Abschluss dürfen erleben können. Das ist das, was wir uns gewünscht haben, dass wir vor dem letzten Spiel Meister sind. Und es ist, glaube ich, wirklich perfekt für uns. Ja, es war sehr emotional, einmal mehr. Es sind halt immer mehr so Wellenquaden, die wegbrechen, oder? Mit dem Wally zum Beispiel, jetzt hat mich halt so viel verbunden. Die Symbiosen auf dem Platz, nebendran sehr gut befreundet, mit dem Jan auch. Der Muri, wo jetzt, wo ich zusammen geshootet habe, wo jetzt mein Trainer war, 2 Jahre. Es sind vor dem Spiel sehr, sehr viele Emotionen gewesen. Darum ist es auch gut, dass wir schon am Donnerstag Meister geworden sind, damit sie es wohl geniessen können. Ja, bewegende Momente heute rund um das Spiel zwischen dem FC Basel und Lausanne. Und vor dem Kickoff hat der Präsident vom FCB, der Bernhard Häusler, ganz klar Stellung bezogen. Stellung zu den Vorfällen vom letzten Donnerstag zu Aarau. Im gleichen Moment, wo der Schlusspfiff vom Schiedsrichter den historischen Moment besiegelt hat, hat eine kleine Gruppe es wichtiger gefunden, eine noch kleinere Gruppe von Aarauer anzugreifen, statt mit unseren Spielern den Meistertitel zu feiern. Wir wollen das nicht. Im Namen von allen, die für den FC Basel arbeiten, im Namen von der ersten Mannschaft, angeführt von Marco Streller, wollen wir das nicht. Deutliche Worte vom FCB-Präsident von Bernhard Häusler. Und mit ihm bin ich jetzt direkt verbunden. Er ist im St. Jakob-Park. Die Ränge haben sich geklärt. Es wird in der Stadt sicher noch ein Fest gesehen. Bernhard Häusler, herzliche Gratulation zum Titelgewinn vom FC Basel. Ich möchte ganz am Anfang von unserem Gespräch aber auf das zurückkommen, was Sie vor dem Match gesagt haben. Was glauben Sie, was braucht es, damit Ihre Worte die Signalwirkung nicht verlieren? Ja, danke schön, Herr Hüppi, für die Gratulation. Es braucht vor allem einen realistischen Zugang zu diesem Thema, einen fairen Zugang, keine Übertreibungen. Das haben wir jetzt wieder erlebt in Aarau. Einerseits nicht absolut unentschuldbare Gewalteskalation. Die Plattform Fußball wird missbraucht von einigen wenigen, aber die Plattform wird dann auch missbraucht nach so einem Ereignis von Populisten, von Heuchlern, wo das Thema nach Hochschaukeln und Schwarz-Peter-Spiel betreiben. Und wer gewinnt in dem Ganzen? Die letztendlich, die Gewalteskalation antreiben, die es durchführen, weil sie merken, sie kommen nicht zur Verantwortung. Die Clubs sollen verantwortlich sein. Die Clubs werden in eine Rolle gestellt und in eine Position gestellt, die sie gar nicht können erfüllen können. Und das ist ganz schlecht. Wir müssen zusammenstehen. Und das ist die Aussage heute in meiner Rede. Zusammenstehen, damit man dem Problem Herr werden kann. Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass es dann eben auch über die Fußballbewegung rausgeht, das Bestreben, dass man das Problem an der Wurzel packen kann? Ich hoffe, dass eben alle, auch die letztendlich das Thema nur aus den Zeitungen entnehmen oder nur die Zeitungen füllen oder eben aus Fernsehen realisiert, dass vielleicht nach dem letzten Spiel, wo die FCB-Mannschaft Meister ist, sehr wichtiger sind die Spieler als die wenigen Gewalttäter und dass die vielleicht eher die Plattform verdienen als die anderen. Das heisst nicht, dass man das Thema nicht zeigen darf, im Gegenteil, aber man sollte es nicht übertreiben, weil man am Schluss dann genau ihnen in die Hand hineinspielt. Das braucht es alle. Jeder muss sein Säckchen tragen und man muss aufhören mit Schwarz-Peter-Spielen. Man muss realistische Ziele setzen und dann weiterarbeiten und auf ein Ziel hinschaffen und auch glauben, dass die andere Seite, auch ein Clubpräsident, nichts anderes will als friedliche Match, wo die Leute Freude haben. Der Clubpräsident hat heute verschiedene Spieler müssen verabschieden. Nicht nur Spieler, sondern auch der Trainer. Wie schwer ist Ihnen das persönlich gefallen? Das war eine schwierige Übung heute. Es war eine Übung,
wo man sich nie daran gewöhnt. Weil es sind Menschen, die einem ans Herz wachsen. Man erlebt mit ihnen so wahnsinnig viel. Gerade hinter der Kamera, außerhalb vom Feld. Man verbindet mit diesen Menschen Erlebnisse, Emotionen, positive und negative. Und jedes Mal das Adieu sagen im Fußball ist etwas vom Schlimmsten. Wir haben es heute können sehr abfedern, weil ich habe sehr oft im Fußball erlebt, dass man sich gar nicht einmal Zeit hat, Adieu zu sagen, dass plötzlich der Spind leer ist vom einen Tag auf den anderen. Und so bin ich sehr froh gewesen, das Glück zu haben, dass heute alle Leute im Stadion sich können bei diesen drei grossen Persönlichkeiten verabschieden können. Wie es punkto Trainersituation soll weitergehen, was die Hintergründe sind, das werden Sie morgen bekannt geben. Das wollen wir an dieser Stelle respektieren. Darum nochmal herzliche Gratulation in St. Jakob Park. Danke vielmals, Bernhard Häusler. Dankeschön auch, merci.